Mit einem Elektrolastenfahrrad liefert El Rojito Bio-Kaffee an den Rewe-Supermarkt von Holger Stanislawski und Alexander Lars. Bis 1977 waren diese Hallen ein Zentrum der Hamburger Elektromobilität. Der Betriebshof Kronskamp hatte 16 Gleise für Straßenbahnen. Über 40 Straßenbahnlinien gab es einmal in Hamburg. Ein Straßenbahnwaggon wurde restauriert und steht hier heute als Zeuge dieser vergangenen Epoche. El Rojito beliefert über 150 Geschäfte, Cafés und Supermärkte in Hamburg mit biologisch angebautem und solidarisch gehandeltem Kaffee. Im Jahre 2018 wurden über 100 Tonnen Kaffee ausgeliefert. All diese Kaffeevariationen gibt es auch im Café von El Rojito in Hamburg-Ottensen zu entdecken und zu kaufen. Holger Stanislawski ist ein FC St. Pauli-Urgestein und ein allseits geschätzter ARD-Fußballexperte. Wir versuchen, so viele regionale Anbieter wie möglich hier auch in diesen Markt zu bekommen, weil wir uns in der Pflicht sehen, einfach auch die lokalen Anbieter hier ganz klar zu unterstützen. Und wann hat man schon mal wirklich die Möglichkeit, aus Hamburg dann in dem größten Supermarkt in Hamburg solche Sachen zu verkaufen? Es geht einfach darum, dem Kunden natürlich eine große Vielfalt anbieten zu können. Aber für uns ist wichtig, regionale Anbieter, Nachhaltigkeit, also zu wissen, wie wirklich dann auch in den Ländern, wo produziert wird, jetzt in Nicaragua, wie da gearbeitet wird, wie fair gearbeitet wird, dass die Menschen da eben auch einen Vorteil davon haben, dass wir bei uns hier diesen Kaffee verkaufen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass wir absolut dieses Klientel hier auch haben und auch haben möchten, nicht nur den Billigkaffee zu kaufen, sondern biologisch angebaut, Nachhaltigkeit zu ganz, ganz fairen Bedingungen für die Arbeiter in den jeweiligen Ländern. Das ist für uns einfach ganz klar das Startsignal, wo wir sagen, das machen wir.